Die ABÜ-Körung ist ja seit vielen Jahren sehr, sehr professionell durchgeführt. Und ja, die Mannschaft in Stadelbauer ist ja sehr routiniert. Und es ist eigentlich alles so, wie es immer war. Zuerst die Pflastermusterung, wo eben die Korrektheit und die Gliedmaßen der Hengste beurteilt werden. Dann hier in der Bahn die Extrahörbeurteilung, Freilaufen, Freispringen. Also es ist schon eine sehr routinierte, aber eine sehr professionelle Veranstaltung. Großes Lot, durchgemischtes Material an Pferden, aber natürlich die Spitze ist ganz, ganz enorm, also vergleichbar mit allen internationalen Plätzen. Da gibt es also für die Spitzenpferde, braucht man sich nicht verstecken. Ich denke, die Qualität der Pferde in Österreich hat sich wahnsinnig gesteigert in den letzten Jahren und wir können durchaus schon mitreden in der oberen Liga. Ich glaube, im September oder so haben wir uns dazu entschlossen, dass wir ihn kaufen und halt das Ganze auch wieder versuchen. Und es ist halt genauso aufgegangen, wie es erhofft war. Und das freut dann halt einen umso mehr, dass jetzt dann Reserve und Sieg an uns geht.